Hallihallöchen und zurück. Let's play. Sprache Lernbubble. So. Schöner Zug gerade eben. Wir haben. Die Frage ist, machen wir es mit schwerer Transport und weiter oder eher nicht so? Ich glaube mal fast eher nicht so, ne? Was wir aber machen können, ist mit unserem Auflieger, also mit unserem LKW, aber anderen Auflieger mal ein bisschen weiter umfahren. Mal gucken, ob wir dann welche schön. Sowas wäre halt geil, ne? Eben so ein Doppelauflieger. Aber sowas gibt es hier, glaube ich, nicht. Ne, du? Das war hier Kombis, ne? Ah, ne. Achso, ich war richtig. Okay. Wie jetzt? Warte mal kurz, da können wir mal dieses komische Ding angucken, was relativ neu ist. Und zwar. Wo war denn das jetzt? War das hier mit bei? Ah, ja, genau, vom Browser. Denn hier konnte man doch filtern? Ne, aber nicht nach Kombi. Scheiße. Das ist ja behindert. Ne. Das bringt gar nichts. Inlader. Gibt es sowas überhaupt? Haben wir überhaupt Inlader? Nee, ne? Egal. Okay. Schade. Aufträge. Dann müssen wir also mal gucken, von wo hier relativ gute Auflieger losfahren. Ach, guck mal, hier ist ein der wieder. Boah, das waren ja schon Stücke. Aber andererseits, hier unten zum Beispiel waren wir noch nicht so, oder? Schwer zu sagen. Also hier war man ja noch nicht so auf dem Gebiet. Also hier, aber in andere Richtung, ne? Also so. Wo war der jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hier war der. Könnte man also machen, wenn wir halt direkt bis nach Spanien fahren. Könnte man natürlich machen, ne? Müsst ihr erstmal ein Stück zurückfahren? Ah, nicht hier. Antenne Weltreise. Andererseits 61 Tonnen. Ist natürlich eine schöne Fracht. Boah, das Ding hier. 130. Alter. Wow. Also das war auf jeden Fall bei weitem lukrativer. Gerade mal 3 Tonnen. Wow. Geht echt bis ganz ans Ende von Spanien, ne? Chef, ist die Frage, wollen wir mal wieder eine Weltreise machen? In Spanien kennt zwar keiner, aber hier waren wir, also ich meine, der ist der restliche westliche Teil und so, da waren wir in der letzten Zeit schon relativ häufig unterwegs, ne? Von da immer wieder Richtung Osten fahren. Spricht erstmal nichts dagegen. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil wir in dem Bereich hier unten noch nicht waren. Ganz ehrlich, leck mich. Nehmen wir. So. Bevor wir da noch lange rumüberlegen. Einfach mal machen. So. Ach ja, pisst ja. Was für Dreckwetter. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Eigentlich wollte ich auf die 7. Demnächst links abbiegen. Aber egal. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Hier abbiegen, da abbiegen, wo immer abbiegen. Alter.
ja schlimm, ja. Links ab. Ja, ist ja gut. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nun diese Ausfahrt. Der Mädel geht mir gerade ein bisschen. Okay, gleich halte ich sie ab. So. Biege nach links ab. Kerl lässt es natürlich wieder vor. Da, wo wir schon stehen geblieben sind. Warum können wir nicht Lichthupe machen? Dann ist das schon Feuerwissen. Da brauchen wir jetzt gar nicht stehen bleiben. So, let's go. 113 Kilometer Anfahrt. Null. Oh, wir müssen rumspeeden hier. Wobei, bei Regen keine gute Idee. Aber sobald es aufgehört hat zu regnen, können wir wieder ein bisschen rumspeeden. Nach den ganzen Langsamfahrten hier mit den Schwertransporten braucht mein Herz sowas. Bitte rechts halten. Also direkt mal AfD wählen, ja? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Warum so langsam, Junge? Warte mal. Guck mal da hinten, Flammable. Zum Glück regnet es. Ah, lustig. Tja, die Frage ist natürlich auch, kommen wir auf dem Weg irgendwo an eine Werkstatt vorbei? Ich würde auch mal wieder gerne eine Werkstatt besuchen. Da wäre eine gewesen, ja. Okay, hier hinten. Können wir mal gucken, was wir mittlerweile so an Ausrüstteilen uns holen können. Andererseits, gut, wir haben gerade mal 73.000, also maximal 173.000, wenn wir noch den Kredit wieder aufnehmen. Ist jetzt nicht so viel. Vor allem würde ich wirklich mittlerweile eher mal unsere Firma auf Vordermann bringen und ein paar mehr Mitarbeiter anschaffen. Weil das halt wirklich aktuell Level 23 und gerade mal die Mitarbeiter ist halt gar nichts. Wisst ihr, wie ich meine? So auf ganz süßer Basis. Alter, wie ich hier rumschlitter beim Bremsen. Immer schön cool, wenn man hinten kein Gewicht drauf hat auf der Achse. Oh, claro. Bitte links halten. Oh, schon abdrängen hier als Strafe. Wichser. So, warum fahren wir gerade ohne Musik? Kann man das mal irgendjemand erklären? Sicherem Gebiet. Jetzt wieder Ruhe. Okay, Lied vorbei. Gut. Läuft. So, dann wollen wir mal hier unsere Ecke ein bisschen auskosten, ne? Mehr als 150 kann er wahrscheinlich nicht. Da einfach der Drehzahlbereich vorbei ist. Ja, sag ich doch. Da ist Schluss. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts
Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Der Rutscher gerade hätte tödlich enden können. Eieieiei. Roma! Komm mir gerade vor wie bei der Bauer. Sorry. Ich weiß, dass hinten noch ein N fehlt. Deck mich. Oh, oh, Alter. Oh, ei, ei, ei. Immer geradeaus? Hä? Immer geradeaus war ein paar Pfeile. So, fahren wir hier nochmal schnell in die Werkstatt vorbei? Hallo? Was ist los? Wo ist der Auftrag, den wir angenommen haben? Oh ja, mal gucken. Diese Auswahl. Yeah! Wow. Wie die guckt, Alter. Wo kommt denn der her? Aber müssen wir nicht eigentlich... Doch, der Auftrag muss doch zu sehen sein. Egal, wir fahren mal hin, gucken, ob der Auftrag... Ist der Auftrag schon weg, oder was? Ich kann gar nicht auf die Zeit geachtet, wie viel Zeit wir noch haben. Rechts abbiegen. Nach rechts ab. Ja, ach da. Hallo, bremse mal. Der bremst halt einfach gar nicht. Oh nein, ich bin gerade nicht weggerutscht, weil er hat ja noch gelenkt. Also, Grip hatte ich. Er hat nur nicht gebremst. Arschloch. Aufträger. Ja, der Auftrag ist weg. Wow. Das war also so ein ganz knappes Ding. Leck mich. Also einen anderen Auftrag suchen. Cool. 13 Minuten straight verschwendet. Da kommt Freude auf. Wenn man Auftragsangebot. Ja, 40 Minuten. Hier auch, 3 Stunden. War das nicht so, dass er hier immer die Fahrzeit mit einplant? Also, was ich jetzt meine ist, dass wenn ich, also, er weiß ja, wenn ich jetzt hier einen Wegepunkt setzen würde, dann würde ich ja angezeigt bekommen, wie lange ich für diese Strecke brauche. Das heißt, der Computer, das Programm, weiß, wie lange ich brauche. Laut Navi. Und dass er mir hier Strecken anzeigt, die auch ich in der Zeit halt mindestens schaffe. Also hier diese ganzen 3-Stunden-Dinger, die braucht er mir gar nicht anzeigen. Weil ich hab's in 3 Stunden eh nicht dahin. Da. Achso, warte mal kurz. Inch, warte mal, wie war denn das? Eben, Schnellreise verbraucht ja kein... Diese Schnellreise verbraucht ja kein... keine Zeit mehr, ne? Wenn ich jetzt hier hin Schnellreise... Wow, geht gar nicht. Wie kann ich da nicht hin? Ja, ich kann die gar nicht anklicken. Hä? Gut, okay. Auf jeden Fall hatte das damit direkt erledigt. Das heißt, wir brauchen einen anderen Auftrag. Mann, das war ein so schöner Auftrag, Alter. Leck mir doch an die Eier. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, sag ich mal. Ah, gucken wir mal die Dinger mal durch. Das geht ganz falsch. Aber sowas von nein. So, das würde auch noch nach Spanien gehen.
Aber 61 Tonnen ist halt echt heftig. Könnte man halt auch machen. Sagt mir alles nicht wirklich zu. Mal gucken, was es hier gibt. 6 Tonnen. Ja, nach Österreich. Nee, nicht wieder Deutschland. Das könnte man machen. Achtzehn Stunden, müsste ich aber erstmal halt die ganze gesamte Strecke zurückfahren, ne? Vor allem bin ich da oben mit den ganzen, hier ist ja das Land der Mautstellen. Ne? Das hier ist so das Heilige Reich. Hier gibt es irgendwie 20 Mautstellen. Direkt Stück an Stück oder sowas. Also da ist wirklich extrem. Zurück, wo wir herkamen. Dass es aber hier auch nichts gibt. Weißt du was? Da, wo wir gerade sind, fahren wir mal direkt zu einer Firma hin. Hier gibt es ein paar Firmen. Weißt du was? Zuerst fahren wir zur Werkstatt. Let's go. Bevor ich hier noch rumkruse. Ach, siehst du? So, jetzt. Dumm, dumm. Voll funny und so. So, Werkstatt. Da können wir auch gleich pennen gehen. Dann ist vielleicht auch dieser Dreckregen vorbei. Aber schau mal, pennen können wir schon hier vorne, ne? Egal, ich fahr trotzdem zur Werkstatt. Aber gleich zwei Fliegen mit einer Klappe beschlagen. Oder war es das, dass man für eine Fliege zwei Klappen braucht? Irgendwie so. So, guck mal, da hinten ist doch sogar direkt eine Firma. Können wir gleich bei der mal nachgucken, was die so haben. Aber dürfte halt alles Low-Bob-Kacke sein. Ich frage mich aber halt, wenn es hier direkt Firmen gibt, in dem Gebiet, wo wir gerade sind, warum kann ich das Gebiet denn hier bei den Aufträgen nicht auswählen? Oh, hier, ich kann es dir nicht an. Ja, jetzt kann ich es natürlich anklicken. Ich hab's vorhin gerade versucht anzuklicken, dass ich. Ich klicke euch alle tot. Ich schwör's. Voila, Bibi. So, mach auf. Let's go. So, Wartung. Erstmal Wartung. Na, haben wir nichts. Gut. Außer ein bisschen Reifen. Drauf geschissen. So. Fahrerhaus. Könnten wir. Das würde aber gleich richtig hart kosten, weil da würde halt alles ersetzt werden. Also, Fahrerhaus ist so ein Ding. Ah. Okay, wir können mittlerweile das hier. Boah, Alter. Direkt 100.000. Ah. Das schmerzt. Das schmerzt. Ach ja, siehst du, wo wir jetzt auch gleich das neue Fahrhaus haben, ne? Ja, genau, hier gibt es nämlich nur das XL-Ding. Ja, deswegen das 70.000, das 80.000, alleine das ist also schon 150.000. Das heißt, wenn wir nicht diese Gutschrift bekommen würden, wären wir direkt arm. Alter. Ja, Mutter, können wir noch keinen stärkeren nehmen? Ach, guck mal, wir haben noch ein Klettergetriebe. Okay. Nee, sagt mir. Nee, komm. Das bringt nichts. Ja, kann ich machen.
Das bringt gar nichts. Ja, gehen wir hier einfach pennen und gucken dann weiter. So, pennen gehen. Jetzt natürlich mitten in der Nacht, ne? Also direkt nochmal pennen gehen. So. Ich hasse... Jetzt natürlich 18 Uhr, ne? Wird also gleich wieder dunkel. Dieses Leben hasst uns. Egal, bis Nacht, fast keine Schaden. So, oh, 142.000. Läuft ja bei uns. Können wir direkt hier noch zurückzahlen. Läuft. Ganz ehrlich, wir können es sogar so machen und so machen. Und jetzt können wir hier... Nee, können wir nicht. Doch, klar können wir. Nee, können wir nicht. Scheiße. Verdammt! Ah, hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, never mind. Okay. Das heißt. Wir fahren dann mal. Ah, nee, komm. Wir können jetzt. Genau, wir können jetzt auswählen. Das heißt, ich kann direkt hier gucken, was wir für Aufträge haben. Aber alles so Billo-Aufträge hier. Da kriegen wir ja keine Vergütung für. Der Ziel geht alle gerade mal bis 40 Euro. Das ist halt ein schöner Auftrag. Aber geht halt wieder nach hinten hin, ne? Ja. Ah. Ja, ich glaube, der sagt mir... Klingt das gut oder klingt das gut? Ich glaube fast, den nehmen wir. Da haben wir 18 Stunden Zeit, dahin zu kommen. Das sollten wir problemlos schaffen. Wir sind ausgepennt. Und 18 Stunden die Strecke locker. Ja, let's go. Lass uns loslegen. So. Hallo, haben Sie schon geschlossen? Ich würde hier gerne mal, ich hatte da ein kleines Malheur, gucken Sie sich by the way nicht im Zaun an. Das war ich nicht. Da direkt wieder 3000 Dollar. Euro. Fick die Henne. Los, voller Fahrt, voraus, ja. Ach, und jetzt ist wieder hier dieses Kack-Display an. Das Display ist wieder an. Ist doch nicht wahr. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Ist doch nicht wahr. Biege nach links ab. Wo ist links? Hey, ist doch rechts vor links. Was ist mit dem los? Hat uns einfach die Vorfahrt. Aber Nackholm. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Gehen jetzt rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Immer geradeaus. Wir brauchen endlich mal einen Auflieger. Hinten ohne Last zu fahren, schwierig. Da kannst du nicht mal ordentlich überholen. Also, zumindest nicht, wenn du direkt da bremsen musst. Ja, gut, Auto her. Mann. Ah, gut, dann bleiben wir halt hinter dem. Fick die Henne. Bei den ganzen Kurven hier hast du eh nie einen Bereich, wo du weit genug gucken kannst. Ich werde auch nur extra langsam, um zu provozieren. Was ein Hurensohn! Oh. Bye bye, Smetbo. Wir sind uns in der Hölle. Oh, wieso? Eine schöne enge Kurve, Alter. Holla, liebe Waldfee, was ist denn hier los? Sie geht da immer ums Haus drum herum. Alter, hier würde ich gerne mal wohnen. Obwohl, lieber nicht. Mit dem ganzen Krach, der hier wäre, auf beiden Seiten eine Straße, da kannst du ja nicht mal ruhig schön nur Mittagsschlaf machen. Dafür ist die Aussicht schon geil. Ja. Naja, Pro und Cons, ne? Wie immer im Leben. Überhol mal, ne? Tschüss. Da vorne frei? Egal, kommt die Kurven. Von daher. So. Ein bisschen ABS simuliert. Was halt immer schwierig ist, weil die Bremse immer so ein bisschen nachtragend ist, ne? Mit einem echten Gaspedal wäre es vielleicht etwas einfacher. Das Problem ist halt, dass er hier immer erstmal anfängt mit der Motorbremse und jetzt dann die eigentliche Bremse zuschaltet und das. Das Ganze noch mehr verzögert. Naja. Ist ja auch eine sehr schöne Gegend. So. Alles dann machen wir mal Feierabend. So. Ich liebe mich auch. Bis dann.